Gut, guten Morgen. Freut mich, dass ihr zu so früher Stunde gekommen seid. Der Titel des Vortrags sagt eigentlich schon eine ganze Menge aus. Offenheit der ganzen IT-Supply Chain einschließlich Tools und Fabs. Also gemeint ist, wenn wir irgend sowas haben wollen wie sichere Systeme, dann müsste man eigentlich alles öffnen, transparent machen. Und das manchmal erschrecke ich, das ist ein bisschen riesig und ein bisschen groß. Und ich habe mir das auch nicht alleine ausgedacht, sondern mit Co-Autoren, erwähne ich dann noch. Und der Hintergrund, daran musste ich eben denken, also in der Nussschale sind es zwei Gründe. Das eine ist, subjektiv habe ich ein winziges bisschen mitgemacht vor ein paar 20 Jahren daran, dass man lange Schlüssel in der Verschlüsselung verwenden darf. Und eigentlich habe ich und meine Forschungspartner, eigentlich haben wir nicht damit gerechnet, dass dann die Schichten unten drunter unterminiert werden. Eigentlich haben wir gedacht, hey, das geht jetzt für die Wirtschaft, kann man und für die Privatpersonen lange, lange gute Verschlüsselung machen. Das war das eine Aha-Erlebnis sozusagen. Also wenn wir irgendeine Ebene irgendwie sichern, muss man damit rechnen, dass eine andere unterminiert wird. Und der andere Aspekt ist, in Vorbereitung sozusagen unserer Aktivitäten und dieses Talks hörten wir immer wieder Sachen wie, ich weiß ja nicht, was in meinem Server ist. Muss dann zwar irgendein Unternehmer sozusagen dafür haften, aber er weiß gar nicht, was drin ist. Und das andere ist aus der deutschen Industrie, die alle möglichen Sachen mit Chips bauen will. Wir wissen eigentlich auch nicht, was in den Chips ist. Die sind eine Blackbox für uns. Ja, und das ist im Kern das Referat oder die Conclusio, aber jetzt vielleicht nochmal der Reihe nach. CIA, finde ich, eine lustige Abkürzung sozusagen, steht für Confidentiality, Integrity und Availability. Privatsphäre schließt für mich auch politische Aktivitäten jeglicher Art ein. Also ich bin sozusagen bis nach 68 mit diesen Sachen aufgewachsen und die geringsten Abweichungen vom Nachkriegs-Mainstream wurden scharf mit knackenden Telefonen und Ähnlichem geahndet. Betriebsgeheimnisse, sehr wichtig, kriegen wir immer wieder mit. Diese sogenannten Mittelständler, Zulieferer, wie sie alle heißen, haben ihre tausend kleinen Geheimnisse, mit denen sie erfolgreich was verkaufen können, Designs, was auch immer. Finde ich es eigentlich bedroht, wenn man nicht weiß, was in den Kisten drin ist, die man als Unternehmen kauft. Infrastrukturen, das ist sozusagen breit bekannt, wenn es kein Brot mehr im Supermarkt gibt, keinen Strom, kein Wasser, Krankenhäuser, kein Dieselöl mehr haben und dergleichen. Da haben wir eigentlich ein Problem und da ist eine gewisses Bewusstsein da. Infrastrukturen ist besonders heikel. Ich habe Stuxnet erwähnt, kennen wahrscheinlich die meisten. Ah ja, ich habe ihn auch deshalb erwähnt, weil man sich vorher eigentlich nicht so ausgefuchste Angriffe vorstellen konnte. Diese Computer Network Exploits habe ich erwähnt, weil da durch Snowden vor 5 Jahren oder so wurde bekannt, dass die NSA bei Gemalto, diesem Chipkartenhersteller, und bei der Belgacom drin war und irgendwas gemacht hat. Und eigentlich habe ich gedacht, oh hoppla, jetzt ist es tatsächlich passiert und hätte damit gerechnet, dass es schon einen gewissen Aufstand gibt. Wir brauchen eigentlich eine bessere Server, PC, Laptop etc. Infrastruktur für unsere Unternehmen. Deswegen erwähne ich das gern. Eigentlich ist es doch ziemlich wackelig, wenn
Wer weiß, wer rein spazieren kann in die Geräte. Logic Bombs erwähne ich als sozusagen aus Zitat aus einer chinesischen Publikation von Regierungsmitarbeitern, die war ein Hinweis meiner Co-Autoren, die Chinesen schreiben doch offen, dass sie logische Bomben einbauen wollen, dass man das tun sollte, die man zur Not hochgehen lassen kann. Also wir sind sozusagen da nicht irgendwie amerikafeindlich, sondern gucken in alle Richtungen. Und man kann eigentlich nicht denken, ach, die Chips aus China wird schon okay sein, drücken wir uns die Daumen, dass nichts passiert. Einer meiner Co-Autoren war bei Intel und weiß sozusagen aus erster Hand, dass ein Europäer nicht erfahren darf, was in dem Prozessor drin ist. Weiß nicht, Young und Becker, habt ihr das breit? Hat das jemand gehört? Weiß jemand, was ich meine? Ah, das sind akademische, wenn Sie so wollen, theoretische Möglichkeiten, trojanische Pferde in Hardware unterzubringen, und zwar in einer Form, dass man, wenn man die Leiterbahnen anschauen würde, was praktisch hier unmöglich ist, wenn man die Leiterbahnen anschauen würde, könnte man trotzdem diese trojanischen Pferde nicht erkennen, weil man schwer sichtbar die Dotierung geändert hat oder die Entfernung zwischen Leiterbahnen ein bisschen reduziert hat. Will heißen, es gibt aus der Forschung leider vielfältige Möglichkeiten, auch in Hardware-Trojaner einzubauen. Wissen Sie, manchmal dachte ich dran, hey, also das haben wir sogar im Europaparlament diskutiert, ich bin hier vom KIT, haben wir sogar im Europaparlament ansatzweise diskutiert, man könnte da vorschreiben, ein hochsicheres Betriebssystem einzusetzen. Und deswegen schauen wir eben auch unten drunter, weil wenn wir das hätten, ja, nach dem, was in der Welt passiert ist, und die Konflikte schärfen sich eher zu, das ist kein richtiges Deutsch, muss man damit rechnen, dass eben auch unten drunter Angriffe fahren. Und das sind sozusagen die ausgefuchstesten Angriffe auf Hardware, die momentan diskutiert werden. Meltdown Spectre hatten wir gestern Abend, also es gibt auch Tonnen, also es gibt die Zero-Day-Exploits und Pannen und Fehler und dergleichen, und eigentlich müsste man auch gucken, dass man die reduziert und solche Überraschungen nicht passieren. Hab schon angedeutet, es scheint eine Position zu geben, das trifft alle, aber erstens ist es sowieso vielleicht nicht so gesund. Also man stelle sich vor, Snowden wäre ein mittelgroßer Krimineller und hätte als Insider einfach versucht, neue Designs an Wettbewerber für viel Geld zu verkaufen. Also dass man einfach als deutscher Bürger, als jemand, der eben die weiß, wie die deutsche Industrie oder auch jeder andere funktioniert, einfach so hofft, es wird schon schief gehen und gegebenenfalls alle treffen, finde ich eigentlich blauäugig, insbesondere wenn es uns gelingen würde, ansatzweise Lösungen zu skizzieren. Abwarten, bis neuartiges Problem eintritt, soll heißen, dass man natürlich auch sagen kann, naja, wer weiß, ob jemals irgendjemand eine Infrastruktur größer angreift. Man sollte nicht allzu paranoid sein. Umgekehrt wäre es eigentlich gut, sich rechtzeitig zu wappnen. Also einer von einer Halbleiterfabrik sagte mir mal, ach, wissen Sie, unsere Kunden fragen schon nach Hardware-Trojanern, die sich gegenseitig blockieren könnten. Also das habe ich nicht erfunden, das sind Diskussionen da draußen, das finde ich eigentlich alles ein bisschen beunruhigend. Völlig anderer Aspekt, nicht völlig, also dass Sie jünger sind wie ich, ist nicht so schwierig.
Ich habe teilweise selber beobachtet, wie wir in Deutschland und Europa noch dachten, wir haben IT-Industrien. Und ich finde, es muss auch nicht für alle Zeiten so bleiben, dass diese Industrien nun davongezogen sind, die Inhalte in den USA definiert werden und China stellt sozusagen alles Schwierige her. Das heißt, wir haben leider eine Spur von Fehlentscheidungen unserer Investoren, was aber umgekehrt heißt, man könnte und sollte versuchen, das zu ändern. Also wir schlagen sozusagen ein neues Paradigma vor, wie erwähnt, und damit könnte man vielleicht auch Geld verdienen, bessere Produkte, einen Teil der Wertschöpfung wieder hier herholen nach Europa. Ein altes Beispiel war, dass 1980 hat eine Schweizer Firma versucht, PCs mit einem Graphical User Interface zu verkaufen. Das war mehrere Jahre vor Leica und dem Mac. Die Investoren fanden aber, naja, wer weiß, das ist riskant. Machen wir lieber nicht, finanzieren wir lieber den Gotthardtunnel. Also es war auch Originalton von einem, der das untersucht hatte. Bisschen später habe ich dann selber näher beobachtet. Da war, ich glaube auch dank des Chaos Computer Club schon klar in der zweiten Hälfte der 80er Jahre, Bildschirmtext ist eine unflexible, teure Idee. Da war ja die Idee, dass man pro Bildschirmseite 5 oder 6 Pfennig bezahlt. Sie sehen rechts diese Kabel aus dem Telefonkabel. Damals kannte ich Leute, die wussten, wie man illegales Modem anschließt. Also da war eigentlich schon völlig klar, diese teuren Dienste haben nicht die Zukunft und die Flexibilität. Also sie mussten ja typischerweise einen zentralen Server benutzen. Und mit den illegalen Modems kamen sie auf alle möglichen anderen Computer. Selber beobachtet hatte ich auch, wie um 2000 rum, wie attraktiv eigentlich das drahtlose Internet ist. Wir haben mit Investoren gesprochen und Banken und so. Und dann hieß es, ach, warten Sie ab, wir nehmen hier mit MMS 38 Cent pro Bild. Das ist viel besser. Wir haben das Eigentum am Spektrum, am Funkspektrum. Stören Sie unsere Kreise nicht mit Ideen von mehr Wettbewerb wie in Japan. Sowas wollen wir nicht. Und ja, habe Japan erwähnt. Steve Jobs, angeblich ein Japan-Fan, musste diese ganzen Dienste eigentlich nur noch gut funktionierend konfektionieren. Das heißt, hier war es auch bewusst, dass man gedacht hat, mit der GSM-Struktur und dem Eigentum am Spektrum kann man doch ganz toll den Weltmarkt definieren. Einer sagte dann zu uns: Ah, ihr habt anscheinend sowas vor wie Make Europe Great Again. Jetzt die große Frage: Wie kann man eigentlich insbesondere die Sicherheitsprobleme lösen, technisch und auch sonst? Kurz angesprochen, das ist nicht alles auf meinem Mist gewachsen. Also wir haben unserer Initiative von diesen, was immer, 6 Leute momentan diesen Titel gegeben: Sovereignty, Security, Safety, Social Product. Security habe ich erwähnt, Sovereignty ist in gewissem Sinne trivial für Sie. Wie kann man eigentlich unter Kontrolle halten, was man hier im Land oder in Europa hat? Safety ist klar, wenn Sie an Autos denken, Krankenhäuser und so, stecken gebliebene Fahrstühle bei Stromausfall oder sowas. Und Social Product haben wir es dann genannt, um eine Alliteration hinzukriegen. Ist es eigentlich für Sie und Ihre Kinder und Enkel gut, wenn man für alle Zeiten die Kontrolle über die IT, die angeblich immer wichtiger wird, sagen manche, die Kontrolle ziehen lässt? Wir haben dann Insider, also alle außer mir sind Informatiker,
Nur ich nicht. Und ich habe die dann immer mit Lösungen gelöchert und mit Erklärungen und mit Alternativen. Und deswegen haben wir diesen Vorschlag auch auf 60 Seiten ausgebreitet. Die URL kriegen Sie nachher gleich. Aber das habe ich eben nicht alles alleine gemacht. Und es hat eigentlich viel Spaß gemacht, mit den Co-Autoren und Informatikprofs etc. das gemeinsam zu machen. So, zwei Lösungen, die schwierig sind, die wir aber gern erwähnen. Das eine ist, es gibt in China, Indien, Russland und ein klitzekleines bisschen sogar in den USA Überlegungen, die Wertschöpfungskette komplett national unter Kontrolle zu halten. War minimal in den Medien, also die Regierung Trump hatte oder Teile, ein General, glaube ich, das erwogen und nach kurzer Zeit aufgegeben. Eine andere Möglichkeit wäre, man kauft Zulieferer, wie Siemens Mentor gekauft hat, um Halbleiterfabriken zu kontrollieren oder Softbank, Arm. Aber auch das ist aufgrund der weltweiten Verflechtung von Komponenten super schwierig. Das Problem ist eigentlich auch logisch schwer lösbar. Das ist jetzt ein bisschen auch eine optisch schwer lesbare Grafik. Das Grüne ist in dem Prinzip stilisiert vereinfacht ein paar Elemente der Wertschöpfungskette. Links angefangen mit Hardwarebeschreibung und Tools, die Sie in der Electronic Design Automation brauchen, bis Sie eben alles haben, bis ihr Halbleiter gefertigt werden kann. Betriebssysteme, Anwendung und so weiter. Kennen Sie der Witz eigentlich für mich an der Grafik ist, diese kleinen senkrechten Pfeilchen, die heißen sollen, wenn Sie jetzt irgendwas versuchen gut zu machen, dann machen Sie das mit Tools, die unter Umständen unterminiert sind und Ihr Ergebnis beeinflussen können. Und von daher gibt es jetzt keinen rechten Anfang, dass man sagt, wir machen jetzt einfach ein Tool nach dem anderen hochsicher und basta. Das wollen wir damit sagen. Wir sind uns bewusst, dass es das schwierig ist. Ja, das ist im Prinzip schon bei meinem Eingangsworten geschilderte grobe Lösung. Es geht eigentlich nur auch gegenüber Lösungen, die man in Indien oder sonst wo sich ausdenkt. Wenn man alle Tools, die man irgendwo verwendet, öffnet, dann kann man versuchen, sie zu sichern und dann kann man auch wissen, was eigentlich drin ist. Ein leuchtendes Beispiel sozusagen ist die Entwicklung für einen offenen Prozessor namens RISC-V. Und hier haben wir ein Muster ähnlich wie bei Linux. Sie haben also Enthusiasten wie an Unis in der Forschung und Sie haben die Privatwirtschaft wie Nvidia und Western Digital, die da auch Geld und Personen reinsteckt, damit man ein gutes Prozessordesign hat, ein sicheres und auch ein billiges. Nvidia und Western Digital haben im Laufe der letzten Monate angekündigt, dass sie diesen offenen Prozessor in ihre Produkte integrieren wollen. Und dieses Muster ist sozusagen spannend, weil sie dann eben ein bisschen Ressourcen kriegen, gute Leute auf alle Teile schauen. Fabs ist sozusagen ein großes Problem. Nicht nur, wenn Sie ein bisschen paranoid sind und denken, wer weiß, was die bösen Geheimdienste machen, sondern auch als Industrievertreter, wenn Sie irgendwelche Geräte ans Internet hängen wollen, dann kaufen Sie typischerweise eine Blackbox. Selbst wenn Sie das bei einem vertrauenswürdigen deutschen Hersteller kaufen, kaufen Sie oft eine Blackbox, weil der Ihnen nicht sagt, wann genau Schlüssel wo gelöscht werden oder verbunkert werden, was es für Testmodi gibt und dergleichen. Offene Tools ist sozusagen nur die logische Referenz. Es geht nicht nur um die Fabs, sondern auch um all das, was da innen drin verwendet wird an Hard- und Software. Es gibt einen Vorschlag, man könnte sie inspizierbar machen, einen gewissen Rufo Gereski,
Der klang mal so, als hätte er Kontakte zu einer brasilianischen Fab, die das vielleicht sogar ermöglichen würde. Eine Regionalisierung, auch im Sinne von Second Source, dass nicht alles in Taiwan hergestellt wird oder bei Intel. Auch nicht meine Idee ist, dass eine Community wie eure eine Art Stiftung auf die Beine bringt. Und dann gäbe es die Möglichkeit, dass man sich stärker staatlich engagiert, wie das ja teilweise in Dresden der Fall ist. Also das ist einerseits ein großes, interessantes Problem. Andererseits haben wir eben die Sorge, wenn man jetzt wirklich sowas wie Souveränität haben will und in 1000 Produkte Chips einbauen will, kann man das eigentlich nicht weglassen, müsste man überlegen, wie man das macht. Die Fab könnte natürlich dann immer noch Geld verdienen, eben mit dem Verkauf der Produkte, aber es wäre vielleicht besser kontrollierbar. Ah ja, Lösung Validierung, wenn es nach mir gegangen wäre, stünde dann Verifikation oder formale Verifikation, Beweise der Korrektheit. Meine Informatikerkollegen sagen, oh Arndt, das ist schwierig, aufwendig, es gibt nur wenige Enthusiasten, die sowas machen. Das kostet Millionen, was mich als Volkswirt nicht so irrsinnig schockt. Aber es braucht auch entsprechende Ausbildung, Willen, Prozesse. Es ist angeblich eine mühsame Arbeit, das gibt es aber auch woanders in der Wirtschaft. Trotzdem finde ich das umgekehrt spannend, wenn man eine bewiesene Komponente hat, wie sie hier Gernot Heiser sozusagen für militärische Drohnen implementiert hat. Wenn man sowas zivil verwenden könnte, wäre man dann auf einem ganz anderen Niveau, als wenn man nur gehofft haben muss, dass die tolle Open-Source-Community schon alle Bugs gefunden haben wird. Das Ganze geht, sind diese SIL4-Sachen bekannt? Blöde Frage, egal. Also der Kern war, man einen sicheren Betriebssystemkern zu haben, der sogar ursprünglich mal in Deutschland entwickelt worden ist, und er hat dann eben einer Gruppe von ein paar Millionen bewiesen, dass der wohl Prozesse perfekt getrennt halten kann. Die beiden URLs sollen heißen, die drei Hints, also das Bild auf diesen Boeing-Hubschrauber, wo keiner drin sitzt, ja, kann man vielleicht erkennen. In unserem White Paper ist eine Andeutung von ihm drin, wonach man Ansätze des formalen Beweises auch auf Prozessoren anwenden könnte. Fände ich natürlich spannend, also dass man sozusagen ex ante so Attacken wie Meltdown und Spectre ausschließen könnte, indem man eben das entsprechend formalisiert. Und Firma in München, Sec Elements, ist noch ein bisschen dunkel, was die genau machen werden, aber meine Idee ist immer, hey, wenn wir bewiesene Komponenten hätten, eine nach der anderen bewiesen hätten, wäre eigentlich schön, wenn wir das auch im zivilen Bereich verwenden könnten. Ja, komplette Kette sichern ist eigentlich ein schönes Ziel. Finden wir auch. Ah ja, genau, hier kommen die 10 bis 20 Jahre. Manche sagen zu Recht, also von den Co-Autoren, das ist aber viel Arbeit, das geht nicht so schnell. Aber sie sagen auch, ja, als wir mit Linux vor 20 Jahren angefangen haben, haben wir auch nicht gedacht, dass das mal auf den meisten Servern drauf ist und auf den meisten Handys. Also über 10, 20 Jahre kann man eigentlich viel erreichen, vor allem wenn man bald anfängt. Und in dem Sinne wäre dann auch das logische Problem nicht formal beseitigt, aber unsere Vision ist, dass über Jahre und Jahrzehnte eine Welt entsteht, die nicht mehr geprägt ist von Fehlern oder Hintertüren in irgendwelchen Komponenten. Aber man kann es ex ante nicht zeigen, weil irgendwo könnte eben noch ein Fehler drin gesteckt haben. Deshalb sagen wir, man sollte sinnvollerweise mal mit kleinen Systemen anfangen, also jetzt nicht das bessere Smartphone bauen, und so wie die Lage in Deutschland ist, sinnvollerweise vielleicht Industriepartner suchen. Das machen meine Co-Autoren auch, um sozusagen den RISC-V Erfolgsfall zu kopieren, wenn sie so wollen.
Regulatorischer Schub, ja, das ist natürlich schon einerseits Zukunftsmusik, aber andererseits kann man sich natürlich vorstellen, dass man irgendwann für Infrastrukturen sagt, hier braucht es eigentlich offene Systeme, die vielleicht dann zertifiziert werden, damit der Prozess eben in Gang kommt. Machen habe ich jetzt fett gesetzt, ja. Einer meiner Co-Autoren, der Steffen Reitz, sagt, ja, die Leute wie ihr solltet anfangen. Er fängt an, er hat dann mal probiert, kann man eigentlich einen Prozessor bauen, hat sich einen relativ alten, einfachen vorgenommen, den zu kopieren mit einer öffentlichen offenen Hardware Description Language und dann die auch mit offenen Tools, also diese Tools in diesen bunten Kästen sind alle offen, um dann jetzt erstmal einen FPGA-Chip damit zu bauen und war ganz froh, dass er diesen Prozessor zum Laufen bekommen hat da drauf und eine AES-Verschlüsselung hingekriegt hat. Und sein Ziel ist natürlich möglichst bald, nicht natürlich, aber spannend wäre eben, wenn man zeigen kann, man kann mit den offenen Tools, die allmählich entstehen irgendwo auf der Welt, auch einen ASIC bauen, der dann preiswerter und schneller ist. Das hat er bei der Easter Hack vorgestellt dieses Jahr. Er hätte wahrscheinlich mit diesem Slide aufgehört. Macht mal, lass uns versuchen, gemeinsam die ganze Wertschöpfungskette zu sichern. Ich habe das passt gut, ich habe das White Paper erwähnt, die URL gibt es gleich, eine Mini-Kurzfassung, wie sagte gestern einer, Management Summary in Datenschutz und Datensicherheit. Da gibt es alles, was ich weggelassen habe, hoffentlich detailliert begründet. Wir haben eine URL, das ist momentan noch ein kleines bisschen tot, die leitet sofort auf das KIT um. Dort ist jetzt das White Paper, nicht nur dort, aber wir haben noch keine großen Inhalte, aber wir wollen auch auf dieser Website Fortschritte, Ereignisse verwenden. Ja, ich bin vom Institut für Technikfolgenabschätzung hier in Karlsruhe, das ist da am Europaplatz, und wenn ihr Fragen habt, Kommentare, Verbesserungsvorschläge, dann lasst sie mich bitte wissen. Danke. Kein Problem, danke schön. Schönen guten Morgen, du hast mittlerweile auch einen Herald. Wir haben noch ein paar Minuten für Fragen. Wenn ihr Fragen habt, winkt doch mal kurz mit der Hand, dann komme ich mit dem Mikro zu euch, damit euch der Arndt versteht. Bleib bitte auf der Bühne, sonst erwischen dich die Videomenschen nicht. Danke. Danke. Ich hätte eine Frage zu den Hardwarefirmen, die zum Beispiel den RISC-V unterstützen. Also bei Open Source ist es ja so, dass viele Firmen dann doch wieder mit einer Enterprise-Version von einer Open Source Software, die dann wieder nicht mehr Open Source ist, Geld verdienen. Was ist denn die Motivation der Hardwarefirmen, sich an solchen Sachen zu beteiligen? Wie kriegt man lieber sowas ins Boot? Also, wie ich Nvidia verstanden habe, das ist im Web und wir haben uns das angehört, die suchen ein bewährtes, gutes, auch kostengünstiges Design und bauen das in ihre Produkte ein und vermengen das auch mit proprietären Chips. Das heißt, in dem Sinne ist es nur eine Teillösung, aber unsere Vision ist zum Beispiel, unsere Vision ist, dass diese Chips sind ja auch verfügbar, gibt es auch Kritikaster, die sagen, es ist nicht alles komplett open, aber egal, man kann sie auch so kaufen. Es gibt auch verschiedene Implementationen davon. Unser Ziel ist ein bisschen, das in Massenmarkt zu suchen, wenn es um kritische Anwendungen geht, wie bei Infrastrukturen oder Autos, wo sie Abermillionen haben müssen an Losgrößen, und dann es attraktiv sein kann, offene, also
Chips einzubauen, deren Design komplett offen ist, weil sie dann Regulierer etc. überzeugen können, das ist jetzt völlig koscher. Es ist ein komplizierter, langer Weg, aber auf eine Art, es haben ja erst ein paar hundert Leute oder so begonnen, überhaupt den Weg zu gehen. Weitere Fragen? Ich hätte eine kurze, wenn sonst niemand hat. Wir haben ja gesehen mit OpenSSL, einer Open Source Library und Heartbleed, dass Open Source ja nicht automatisch Sicherheit heißt oder bedeutet oder impliziert. Frage an den Volkswirt, wie incentiviert man jetzt Personen, Menschen, Firmen darin, Geld zu investieren, sich den Open Source auch anzusehen und genau diese Fehler und Security-Dinge zu fixen? Wir haben da jetzt keine, wie heißt das, keine Silver Bullet oder so. Und die Frage kam auch aus der Industrie, ja, also hier und da haben wir natürlich Gespräche, Kontakte zur Industrie und das ist einerseits ein großes Problem, andererseits muss, in gewissem Sinne muss man versuchen, solche Communities aufzubauen, ähnlich wie vielleicht die Linux-Community, eher noch mit mehr Geld, mehr Industrie-Involvement, damit die Industrie ihrerseits auch zeigen kann, dass es sicher und auch große Losgrößen hinkriegt und hinterher keinen Ärger bekommt, mit wem auch immer, auch keinen schlechten Ruf. Das Problem ist davon nicht weg, wenn Sie in das White Paper gucken, da steht auch, das sind so eine Reihe To-Dos erwähnt und Forschungsbedarf und so und das ist natürlich dann auch eine große offene Frage und weiter sind wir nicht. Okay, gut. Dann muss ich jetzt leider an dieser Stelle abbrechen. Du bist wahrscheinlich eh noch ein bisschen hier, heute zumindest. Das heißt, wenn wer Fragen hat, darf er gerne zu dir kommen, oder? Dann sage ich noch einmal vielen herzlichen Dank, Arndt Weber. Danke.